Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem XXL Food Haul, Lidl Haul. Ich freue mich, dass ihr wieder Interesse habt zu sehen, was wir heute eingekauft haben. Heute ist Samstag und eigentlich kaufen wir ja immer am Freitag oder Donnerstag ein. Haben wir leider nicht geschafft, deswegen sind wir heute gegangen. Ich muss sagen, das war auch relativ relaxed. Also wir sind ja morgens früh gegangen, so um 10 oder so, und das war bei uns im Lidl noch sehr angenehm, also überhaupt nicht voll. Eher ist es voller, wenn wir in der Woche am Abend gehen. Also war sehr angenehm, kann ich nur sagen. Und da bin ich fast geneigt, dann immer sonntags vormittags ganz früh zu gehen, aber kriege ich meine Männer morgens aus dem Bett. Weiß man ja alles auch nicht. Insofern lassen wir uns jetzt davon nicht weiter ablenken. Wollen wir starten? Ich sehe noch bisschen anders aus, weil ich meine Wimpern nicht geschminkt habe. Nur zur Info für alle, die jetzt sich wundern, hä, siehst du schon wieder anders aus? Nee, ich habe wieder meine Wimpern nicht geschminkt, weil ich gleich ein First Impression drehen werde mit einer neuen Mascara, die ich habe. Oder zwei neue Mascaren, aber ich werde, naja, egal, hat hier nichts zu suchen. Jetzt machen wir erstmal mit unserem Lidl Haul weiter. Also, ich habe als erstes hier in meiner Tasche diese Kekse, die waren sogar runtergesetzt, ich glaube auf 79 Cent, lasst mich nicht lügen, aber ich glaube, so ungefähr jedenfalls waren sie im Angebot diese Woche. Die essen meine Kinder mal mega gern. Schreibt mir gerne, ob ihr die auch so gerne esst. Ich liebe diese Dinger, wirklich. Und ich habe nochmal Kekse gekauft. Und die erinnern mich immer an meine Kindheit. Aber da kommen wir gleich zu, wenn ich sie hier herausgekramt habe. Dann habe ich noch meinen Stammkaffee sozusagen. Den von, wie heißt du eigentlich genau? Bella irgendwas. Bella Sun. Oder ich kann es nicht lesen ohne Brille. Den habe ich gekauft. Immer in der Variante entkoffeiniert. Ich finde im Übrigen, dass der mit Koffein oder so auch nicht anders und besser schmeckt. Natürlich gibt es teurere Kaffeesorten, wie zum Beispiel Chibo. Den Kaffee liebe ich auch, aber ist mir einfach auch zu teuer. Ne? Der tut es auch. Den kaufe ich immer entkoffeiniert, weil Koffein braucht man ja jetzt nicht unbedingt. Wenn es nicht sein muss. Mein Mann liebt gesalzene Mandeln, auch wenn die wirklich richtig teuer sind. Also ich habe das Gefühl, die werden jedes Jahr teurer, die Dinger. Kauft er immer und ja, ich esse dann mal so ein, zwei mit fürs Gehirn, für die Gehirnnahrung. Aber ich bin jetzt nicht so der große Nussesser, muss ich gestehen. Zweimal Duplo in der White-Version. Die waren auch im Sonderaufsteller, aber ich habe echt keine Ahnung, was die jetzt gekostet haben. Dann habe ich auch noch mal einmal die Milchschokolade gekauft. Die isst mein einer Sohn immer richtig gerne, obwohl ich noch welche im Kühlschrank habe. Ich dachte, die hätte er jetzt schon aufgefuttert. Mein zweitältester Sohn kommt, wenn er nach Hause kommt, geht er immer eigentlich daran, um ein, zwei Stücke nach der schweren Bauarbeit, die er immer hat, zu essen. Also der ist auch so ein Schokoladenmännchen wie ich, aber der hat halt nicht so viel Kalorien auf den Hüften. Ne? Der ist ein ganz sportlicher junger Mann, also der kann sich das dann auch leisten. So, dann habe ich noch hier zweimal Goldessa Frischkäse. Das ist ja mein Frischkäse, den ich immer esse. Noch einmal die Seife. Ich habe diesmal Mandelblüte genommen. Ich weiß gar nicht, warum ich schon wieder zur Lidl-Seife gegriffen habe. Ich mag die gar nicht so gerne. Ich kaufe viel lieber die DM-Seife. Ich habe da automatisch zugeschlagen. Ja, riecht so ein bisschen nach Seife, fruchtig, so ein bisschen nicht nach Mandel, finde ich. Also von der Seife bin ich nicht so begeistert. Hat aber auch die gleiche Waschwirkung wie die von Balea, aber die riecht halt viel besser. Ne? Finde ich jedenfalls. Ich bin aber auch nicht so kritisch. Ne? Also ich wasche meine Hände und wenn ich davon keinen Jucken bekomme, was leider manchmal ja der Fall ist, dann ist es in Ordnung. Also nicht so schlimm. Nochmal einmal Goldessa Frischkäse. Einmal würzige Remoulade. Essen meine Jungs ja auch immer auf Pizzen oder Nudeln oder alles Mögliche. Zwiebeln waren wieder ja, nur diese großen. Ich habe es eigentlich eher lieber, wenn die nicht ganz so groß sind. Da habe ich sogar zwei Pakete mitgenommen. Das andere muss ich auch noch irgendwo mitnehmen. Zucker, der war ja alle. Da habe ich meiner Meinung nach auch zwei mitgenommen. Müssen wir gleich mal schauen, wo das andere Paket geblieben ist. Hier ist es jetzt nass. Stell dich mal dahin. Ich muss mal gucken, wo ich die ganzen Sachen hier immer hindonner. Hier habe ich ein Paket Pizza gekauft, die Margarita, die essen meine Söhne halt immer, weil da keine Wurst und ähnliches drauf ist. Die habe ich eben in der Tüte, als wir das da reingeschmissen haben, ist das so ein bisschen kaputt gegangen. Die war heil, kommen auch immer wieder mal mit. Ich habe aber auch wieder noch drei im Eis liegen. Hätte ich nicht mitnehmen müssen, weil mein Eisschrank nicht so viel Platz hat, muss das nicht unbedingt sein, weil ich noch drei Stück habe ich, glaube ich, noch im Eisschrank. Dann diese Neo-Dinger, diese Kekse, die habe ich früher eigentlich nie gekauft, aber meine Jungs essen die jetzt in letzter Zeit immer relativ gerne. Deswegen habe ich mir gedacht, kaufst du den nochmal ein. Und unseren Ceylon Assam-Tee, den trinken auch nur meine Jungs, wenn sie ab und zu mal schwarzen Tee trinken wollen. Und mein Mann rührt das nicht an, also nur im absoluten Notfall, der will immer diesen
türkischen Blättertee haben. So, nun hatten die keine Milch mehr, Leute. Das ist natürlich richtig schlimm, obwohl ich ja eigentlich auf dem Trip bin, nicht mehr so viel Milch zu trinken. Aber wir haben nun gar keine mehr gehabt. Deswegen, das war die einzige Milch, die dann noch im Eisschrank, also im Kühlschrank, im Kühlregal lag. Daher habe ich die bio-fettarme Frischmilch mitgenommen, von, aber auch von der Eigenmarke von Lidl. Und wie heißt du denn immer? Milbona? Genau. 1,5, ich habe nur 2 mitgenommen, weil die mega teuer ist, die Biomilch. Ich glaube, die kostet 1,30 Euro oder so. Mein Mann hat auch schon gesagt, nimm doch die da hinten, die nicht im im Kühlregal liegt. Also die haltbare Fett, die haltbare Milch, da liegt auch noch ein ganzes. Nee, habe ich gesagt, die schmeckt nicht. Und außerdem sind auch keine Vitamine mehr drin. Die kaufe ich nur, wenn ich wirklich überhaupt gar keine Milch mehr habe. Und die war ja, stand dann, habe ich 2 Pakete mitgenommen. Ich muss noch mal einen meiner Jungs nachher losschicken, dass sie noch einen Karton mitbringen, weil ohne Milch geht bei uns gar nichts. Tomaten hat mein Mann hier reingepackt. Das macht er immer selber, weil ich immer da nicht so nach seinem Geschmack die Dinge aussuche. Auch beim Obst muss er immer selber Hand anlegen, weil bei mir ist immer irgendetwas faul oder nicht so richtig reif oder so. Krieg ich immer zu hören, dass ich da nicht richtig geguckt habe. Deswegen Obst und solche Sachen macht mein Mann immer in den Einkaufskorb rein. So, dann hat er auch noch ein Paket von diesem Feinbrot mitgeschnitten. Das gibt es jetzt immer schön wieder, so das, was wir eigentlich sonst auch immer essen. Und mein Mann isst das auch manchmal zum Frühstück. Also eigentlich nur die Sorte, die die alle gerne essen. Dann hat mein Mann ebenfalls dieses Studentenfutter mit reingetan. Ich mag das nicht mehr so gerne. Früher habe ich wirklich gerne Studentenfutter gegessen. Ich habe aber das Gefühl, dass da jetzt mega viel von den getrockneten Trauben drin ist und nur noch ganz wenig Nüsse. Ich habe da das Gefühl, das war früher besser. Korrigiert mich gerne, wenn ihr da einen anderen Eindruck habt. Deswegen, und zu viel von dem süßen Kram mag ich da nicht drin. Also wenn ich dann schon mal zu Studentenfutter greife, und ich habe das früher eigentlich ganz oft gemacht, weil da ja auch viele Inhaltsstoffe sind, die wirklich gut sind für den Körper. Aber jetzt ist da wirklich richtig viel Frucht drin. Obwohl, das ist gar kein Studentenfutter, Leute, sehe ich gerade. Das ist Cashew Cranberry Mix. Kein Studentenfutter, alles zurück. Aber wir kaufen auch oft Studentenfutter. Und da ist das nämlich meiner Meinung nach, dass da viel mehr Frucht jetzt drin ist als Nüsse. Aber das ist jetzt ein Cashew Cranberry Mix. Ja, wenn das schon so draufsteht, dann muss da ja auch viel von den Früchten drin sein. Wahrscheinlich hat mein Mann sich da auch vergriffen, deswegen wundern wir uns immer, wieso da so viel Frucht drin ist. Naja, egal, sei es wie es ist. Dann wollte er unbedingt nochmal diese Klingen mitnehmen für die Rasur unter der Dusche. Ich benutze die auch manchmal, wenn ich das mache, aber ich nehme auch gerne die Rosa. Also ich weiß ja, dass die für die Männer eigentlich besser sein sollen von der Qualität her, aber ich greife eher zu den rosafarbenen Klingen, muss ich sagen. Naja gut, dann haben wir hier noch einmal Spaghetti. Ich habe sogar 2-mal mitgenommen und das kommt bestimmt hier irgendwann noch zu Tage. Ich habe auch 2-mal Reis mitgenommen. Hier liegt jetzt aber nur einer. 1-mal eine Butter, da habe ich auch mehrfach von. Das kommt euch sicher gleich nochmal entgegen. Hier habe ich noch einmal im Sonderaufsteller diese Kichererbsen gefunden, obwohl das so wahrscheinlich so ein mexikanisches Ding ist. Aber das gibt es ja in der Türkei auch und bei den Türken. Da mache ich ganz gern mal, entweder esse ich das so zwischendurch oder ich mache da einen Eintopf von, hatte ich euch auch schon mal gezeigt, wie man das macht. Das sind nun die Obstsachen, die mein Mann ausgesucht hat. Das wollte er überhaupt nicht mitnehmen. Er hat dann geschimpft, hat gesagt, nee, die sind nicht gut, die schmecken nicht gut. Er sucht ja immer die einzelnen Dinger raus, ne, weil die natürlich auch schöner aussehen, natürlich auch ein bisschen teurer sind, aber ich habe gesagt, wir essen die aber gerne, deswegen möchte ich die haben und dann hat er da ein Paket rausgesucht, da war er schon drin mit seinen Händen, die hat er schon eben so ein paar, hat er sich da rausgeholt, die Pflaumen, die esse ich nun wieder überhaupt nicht gerne, also die mag ich nicht. Und dann hat er auch noch hier zugegriffen eben, aber da liegen die Dinger noch im Wohnzimmer, habe ich gerade gesehen, ob die jetzt schon reif sind oder so, ich weiß es nicht. Die hat er sich auch noch ausgesucht. Dann habe ich Brötchen hier mitgenommen. Da war mein kleiner Sohn eben schon dran, weil er zum Fußball gefahren wurde jetzt von meinem Mann. Ich glaube, ich habe 12 von diesen Brötchen genommen. Ich finde die immer richtig lecker. Also ich mag nicht diese trockenen Bäckerbrötchen, die jetzt bei Dabakus oder so sind. Ich finde, die sind zwar sehr viel qualitativ hochwertiger vielleicht, aber ich mag es nicht, wenn das so richtig durchgebacken ist und so fest ist. Bei mir muss das schön matschig sein und nicht so fest gebacken, eher so die weißen Brötchen, das sind so meine Favorites. Ich habe da übrigens eben auch noch mal eins von gegessen, hatte ich euch auch kurz noch auf meinem Blog gezeigt. So, 12 Stück habe ich davon im Übrigen mitgenommen, falls ich das jetzt 3-mal schon gesagt habe, tut mir das leid.
Und die Berliner, 3 Stück habe ich diesmal nur mitgenommen. Wenn ich sie nicht kaufe, Leute, die Berliner, dann kriege ich Ärger von meinen 2 Jungs vor allem, die die unheimlich gerne essen. Und dann nehme ich immer 4, 5 mit. So. Und wenn ich zu viel mitnehme, nehme ich 4, 5, 6, 7 Stück. Manchmal kommen wir auch 10 Stück, je nachdem, wie viele Leute wir hier sind. Wenn meine Tochter da ist und mein Enkelchen und noch die ganzen anderen, dann gehen die ruckzuck, sind die dann alle. Aber wenn ich dann 10 Stück kaufe, dann gehen auch mindestens 2 nachher in den Müll, weil die eine Woche im Schrank lagen und dann doch keiner gegessen hat. Wenn ich dann extra wenig kaufe, weil ich ja eine Woche vorher vielleicht 2 weggeschmissen habe, weil sie keiner gegessen hat, dann habe ich wieder viel zu wenig. Also jetzt habe ich mal 3 mitgenommen, im Wissen, dass wahrscheinlich gleich wieder jemand meckern wird. Jetzt habe ich auch noch 2-mal diese Frühlingszwiebeln mitgenommen. Die essen wir ja auch immer gerne. Und 3-mal Eier. Immer mit bei uns am Start, weil Eier essen wir sehr viel. Dann hat mein Mann unbedingt noch diese Dinger mitnehmen wollen, die Champignons. Ja, ich bin nicht so ein Fan von diesen frischen Champignons. Ich finde, die schmecken immer so wabbelig und nicht so schön. Ich nehme lieber die aus der Dose, die man lieber. Ja, ich bin halt nicht so ein Freak, der frisches Gemüse gerne isst. 3 von denen Paprika hat er reingepackt. Und dann haben wir noch Tilsiter, ne, den wir immer nehmen. Ich weiß, wie sind denn da? 2, 4, 5, ne? Ja, 5 Stück. Die werden auch alle werden diese Woche. Also so 5 Stück essen wir in der Woche immer. Also ich nicht, ne? Ich mag den nicht. Ich esse lieber diesen stinkig Tilsiter. Der kommt hier gleich irgendwo auch noch zu Tage. Einmal nochmal Spaghetti. Jetzt haben wir 2. Ne? Ich hatte euch ja schon mal gezeigt. Und dann noch 2 Tüten. Und dann sind wir so einigermaßen versorgt. Reis muss euch gleich auch nochmal entgegenkommen. Ich habe 2 gekauft. Hier ist mein Tilsiter. Der stinkige. Und den nehme ich ja immer, dass der schön schmierig ist hier am Rand, weil der dann schön scharf und würzig schmeckt. Und einmal das Brot. Nehmen wir auch immer mal einmal mit. Kinder essen es auch ganz gerne. Das dunkle Brot. Kartoffeln wieder mega teuer. 3,30 glaube ich oder 3,29. Hilft nichts. Muss mit. Essen wir immer. Einmal nochmal diese tiefgefrorenen Hähnchen. Einmal für Miley wieder die Snacks. Die mochte sie richtig gerne letztes Mal. Dieses Hühnerfilet. Allerdings ist der Schlingel ja immer dabei, das zu verstecken. Also ich hoffe mal, dass ich unter meinen Sesseln, wenn wir hier ausziehen, nicht überall von ihren Snacks welche finde. Entweder versteckt sie das zwischen den Sesseln in diese Rille da oder unter den Sesseln oder sie bringt sie nach draußen, wenn ich die Tür aufmache. Oder keine Ahnung, wo sie die Dinge alle versteckt. Sie isst sie nicht immer unbedingt auf, ne? Auch bei den Knochen oder so oder andere Snacks, die wir ihr geben. Aber ich glaube, dass sie die ganz gerne frisst. Also ich habe es zumindest ein bisschen beobachtet. Wir haben es ja, glaube ich, im Vlog zusammen mal geguckt. Genau, einmal Mehl brauchen wir, weil ich immer fleißig am Backen bin in letzter Zeit. Dann einmal hier wieder dieser Früchtemix, den ich auch gerne abends auf Quark und ähnlichem oder auf Torte habe. Ich könnte mir vorstellen, dass meine Schwägerin morgen kommt und dann müsste ich schon mal, würde ich gerne wieder einen Fruchtkuchen backen. Die Erdbeeren haben wir nicht mitgenommen. Die finde ich dieses Jahr auch relativ teuer, Leute. Also die haben selbst bei Lidl 1,99 gekostet. Und mein Mann guckt, ich sagte, möchtest du den Erdbeeren essen? Und, ja, nö, wenn ihr essen wollt, nö, habe ich gesagt, dann lass es. Und hat auch keins mitgenommen. Wir haben jetzt hier auch eine Menge und Erdbeeren ist immer stark im Risiko, ist immer stark gefährdet, dass es bei uns während der Fahrt überall zermatscht. Deswegen habe ich gesagt, lass es, wenn ich irgendwo welche sehe, nehme ich nochmal ein Paket mit. Es ist auch nicht so, dass Erdbeeren immer bei uns gegessen werden. Das ist immer ein Risiko. Wenn ich sie jetzt vielleicht anmache, schön mit Zucker und so, dann vielleicht, aber dann geht mir, finde ich, auch immer, muss nicht sein. Also esst die Erdbeeren doch so ohne Zucker und alles. Also, naja gut, ich habe jetzt keins mitgenommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Noch ein Paket Zucker. Und einmal nochmal die Geflügelwurst. Essen wir auch sehr gerne immer wieder. So, und dann sind wir fast nicht. Oh Leute, ich habe noch 2 Tüten. Oh, meine Güte, ich weiß gar nicht, wohin noch mit dem ganzen Kram jetzt hier. Joghurts gab es weiterhin, wie letzte Woche auch schon, die Almigurts. Ich habe jetzt Schokoballs. Ich habe ganz viele davon genommen. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte nämlich mehr, diesmal sind nämlich auch russischen Zupfkuchen in dem Joghurt drin, aber da gab es gar nicht mehr so viele wieder. Dann 2 von den Waffeln. Haben die Jungs gestern Abend alle mal wieder aufgefüttert. Einmal 2 Twix White Kinder Country.
Übrigens nicht denken, dass wir das immer alles aufessen. Es liegt auch immer noch eine Menge Schokolade rum. So ist es auch nicht, dass das immer alles aufgegessen wird. Ne? Manchmal nehmen die Jungs sich das auch mit. Dann nimmt sich der eine mal ein Paket mit nach Hause oder der andere. So, Almigurt hier mit Zupfkuchen drin. Das ist der absolute Favorite von allen. Mögen alle gerne. Wir suchen immer, dass wir das erfinden. Almigurt auch genau die richtige Marke. Deswegen, wenn das mal im Angebot ist, 29 Cent hat das mal ja, genau gekostet. Dann nehmen wir die mit, ansonsten kosten nämlich, meine ich, 59 oder so. Dann kaufe ich sie nicht. Das ist zu teuer. Dann nochmal einmal in Frucht. Was haben wir jetzt hier? Pfirsich, glaube ich. Oh, nö, du bist kaputt gegangen. Dann stelle ich dich mal gleich dahin, dass der gleich gegessen wird. Noch einmal diese Balls. Die essen sie nämlich leider nicht so gerne. Warum ich jetzt dafür so viel gekauft habe, weiß ich gar nicht. Einmal Milka White. Einmal nochmal Zwiebeln. Und hier ist alles für Joghurt, Mann. Mileys Futter, Orlando Gourmet Pastete, Huhn, irgendwas, Karotten oder was. Noch einmal Bueno, Kinder Bueno. Und jetzt nochmal ganz viel Joghurt. Noch einmal Zupfkuchen, Almigurt. Noch einmal Almigurt, diese komischen Balls. Noch einmal Almigurt, Zupfkuchen. Almigurt, diese Ball-Dinger da. Einmal die Reklame wieder mitgenommen von nächster Woche. Gucken wir mal, was da so Neues gibt. Nutella habe ich auch zweimal. Ich weiß nur nicht wo. Ah, da ist die zweite. Ich denke mal, ein Paket geht weg in einer Woche. Nochmal ein Duplo. Und, ja, nicht runterfallen. Bitte nicht runterfallen. Und hier habe ich noch zweimal Butter. Butter geht bei uns sehr viel, weil Kuchen backen und immer ans Essen meines Mannes, der ja nur Butter isst. Hier habe ich nochmal die Dinge aus meiner Kindheit. Die habe ich schon gegessen, als ich noch ein junges Mädchen und ein kleines Kind war. Ich liebe sie. In der billigen Variante hier natürlich, aber die schmecken meiner Meinung nach überhaupt gar keinen Unterschied zu der teuren. Ich liebe die Dinge, aber inzwischen esse ich sie natürlich nicht mehr, weil sie dick machen, aber ich könnte die ganze Packung aufessen. Also so ist es nicht. Mann, wieso ist mir jetzt hier alles runtergefallen? Nochmal zweimal Milka Schokolade Noisette diesmal. Schon ein Paket kaputt. Einmal Kartoffeln, noch einmal. Schon das zweite, aber wir essen halt zwei Pakete Kartoffeln. Gehen bei uns weg. Dann habe ich noch eine gegen Cola. Hat mein Mann wieder eingepackt, dieses ganze Ding. Aber das reicht auch. So viel Cola trinken die gar nicht, wie es den Eindruck hat, den es jetzt hier gerade erweckt. So, und dann sind wir auch fast durch. Das scheint jetzt tatsächlich die letzte Tüte zu sein. Nochmal einmal Magerquark, esse ich ja, ihr wisst es, in letzter Zeit. Noch eine Glas davon, jetzt haben wir zwei, ne? Weil wenn ich einmal damit essen koche, brauche ich auch zwei Gläser, damit das für alle reicht. Einmal so ein großes Pack Kinderschokolade war im Angebot, meine ich. Nochmal zweimal Futter für Miley im Orlando. Die mag sie tatsächlich wirklich ganz gern, also sie frisst sie eigentlich ohne Murren, wenn sie kein anderes Futter bekommt. Pastete mit Lamm, Pastete mit Pute und noch zweimal Futter, weil es so schön war. Nochmal Lamm und mit Rind irgendwas. Oh, niedriger Akkustand. Wir müssen uns beeilen, Leute. Einmal hier so ein Colorwaschmittel. Und einmal Frühstückstüten. Die waren bei mir auch alles. War alles alle. Noch eine Butter. Und eine Kohlrabi habe ich mitgenommen. Die esse ich eigentlich sehr gerne, aber verplan das immer, die auch wirklich rauszuholen und zu essen. Mein Mann isst das auch sehr gerne zum Frühstück, so als Beilage. Aber Leute, ich kaufe das Ding und dann bleibt es im Kühlschrank liegen. Mache ich ganz oft. Hier ist noch Magerquark. Und noch einmal Magerquark, weil es schön war. Und eine Butter noch. Und einmal von diesen Spiralnudeln. Einmal Zitrone für Mama, jeden Morgen mit ihrem Apfelessigzeug da. Und noch einmal Gourmet-Pastete mit Thun, irgendwas. Erbsen, glaube ich, könnte ich da jetzt entziffern. Dann haben wir natürlich noch Toilettenpapier. Nehme ich immer dieses, das reicht völlig, um diese Dinge zu erledigen, die man damit macht. Dann habe ich noch, wie viel Wasser habe ich denn jetzt geholt? Wir nehmen jetzt immer das Blaue, ihr wisst es ja, früher haben wir das Grüne genommen, wo wenig Kohlensäure drin war. Das ist uns aber jetzt inzwischen zu wenig, weil es zu schnell weggeht, unserer Meinung nach. Also immer das Blaue kaufen wir jetzt. Und zwar habe ich 2, 4, 5, 6, 7, 8 Pakete gekauft. Genau, 8 mal 6 kleine Flaschen.
Ja, Leute, jetzt sind wir wieder durch. Was Besonderes habe ich tatsächlich nicht gefunden bei Lidl diesmal. Also Pinsel oder sonst irgendwas Schönes, was die Wolfsmama gebrauchen könnte, um es mit euch auszutesten. Leider. Ich habe gesucht, aber nicht so richtig was Schönes gefunden. Oh Gott. Deswegen war es heute nur Lebensmittel. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst, einen Daumen hoch, Glocke aktivieren, das volle Programm da. Freue ich mich immer riesig drüber. Ansonsten wünsche ich euch noch einen richtig schönen Tag und würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen. Danke fürs Zuschauen und macht's gut!